So, wir können jetzt endlich in die Arena. Das ist keine Arena. Scheiße. Oh, aber wir könnten noch coole Pokémons auffrischen, wenn mir das mal so einfällt. So. Kombi zusammen. Ja. Wie sah mich so süß? Ja, bitte fit machen. Dankeschön. Din, 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 din. So süß. Ja, ich komme bald wieder. Fisch nach um. So, let's go. Howdy, zukünftige Champ. Wie geht's, wie steht's? Kennst du Misty, die Arenaleiter von Azuria City? Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 ist. Erreicht hat. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arenaleiterin antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Ich wusste es, dass du schon ausgesehen hast, als würdest du... Was? Du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon zuvor zu weisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Dann hält dich nichts mehr davon ab, dein Können von Azuria City auf die Probe zu stellen. Gib alles. Natürlich. Komm, kämpf mit mir. Jetzt komm. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Spritziger Auftritt. Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Geräte nass machen. Ja. Glaube ich eh noch weniger. Schönheit Lili folgt mich mit Goldini heraus. Goldini, 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 Goldini. Oh, Moment. Pikachu will, dass ich schütze. Pikachu dreht richtig auf. Wow. Okay. Tschüss, Goldini. Cool. Schönheit Lili wurde mit blub 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 blub. Komm, du bist dran. Eigentlich nicht, aber ich muss ja, ne? Bam, 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 para, bam, bam, bam. Schönheit Violett fordert dich heraus mit Mushos. Wow. Pikachu! Ich mache euch alle fertig. Pikachu ist der Beste. Das war aber ein Volltreffer. Holy shit. Wer versucht was zu lernen? Mega, mega. Nein, danke. Jetzt bin ich hier aber klatschnass. hättest halt vorher überlegen sollen, mit wem du dich da anlegst, ja? Oh, wow. Hast du diesen Sprung eben gesehen? Der war doch mindestens eine Goldmedaille wert, oder?
Mindestens muss man halt einfach so aussprechen. Schöner Daisy. Mit Europe. 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 So. Kampf. Nein, ah, scheiße. Ach, scheiße, ich habe die falsche Attacke ausgewählt. No, Meno. Wieso? Na, geht doch. Warum nicht gleich so? Dam, 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 dam. So, Misty. Hey du, was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, ein Kampf gewinnt man mit dem gnadenlosen offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann bist du bereit für gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Also nehm dich von meinen Lieblingen in Acht. Ja, ja, alles gut. Arena-Leiterin Misty fordert dich heraus. Mit Anton! Anton, Anton, Anton! Anton! Haben wir auch noch nicht. Ich will auch einen Anton haben. Oh, nichts erreicht. Level 10. Härtner? Ach so. Irgendwann kämpfen wir mal mit Onix, aber nicht in diesem Kampf. Fast! Fast, fast, fast. Was? Für eine hat einfach mein Pikachu verbrannt. Level 13. Level 12. Wow, ich hab verloren. Na gut. Dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Du hast den Quellorden von Misty erhalten. Ich habe es leider weggedrückt. Alle Pokémon bis Level A mit dem Quellorden, glaube ich, gehorchen dir alle Pokémon von Level 30, die du im Trainer vom Trainer bekommen hast. Ja, ja. Außerdem kommst du noch tolle Themen von mir. Du hast 29 Slidewasser von Misty. Ich verstaue sie. Mit dieser TM 29 kannst du die Pokémon die Attacke Slidewasser beibringen. Wende sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Okay, danke schön. Pikachu hat dir ein High Five gegeben. Sieht aus als... wäre total auf. Genau. Ja, fein haben wir das gemacht, ne, Pikachu? Ja! Mein Kleiner. Okay, gehen wir mal unsere Pokémons auffreshen.
Zum Glück ist das Pokémon-Center gleich nebenan. Und tada! Ja, bitteschön! Dam, 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 dam. Oh, Entschuldigung, wie ist das am? So, dann gehen wir mal dorthin, wo wir noch nicht waren. Das hier ist die Nugget-Brücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegt hast, erhältst du einen super tollen Preis. Aber das musst du erstmal schaffen. Pff. Locker easy für 2 Orden Trainer. Leonardo! DiCaprio? So schlecht. Oh, ein Blutzug! Ritzel Turbo. Ja, aber du bist gut. Wow, du bist gut. Dankeschön. Ich bin die Nummer 2. Jetzt wird's ernst. So siehst du aber nicht aus, ne? Göre Laura. Mit Anton? Ich will auch einen Anton haben. Britzel Turbo. Kann das sein, dass diese Attacke ein bisschen überpowered ist? Ich glaub's einfach nicht. Ich bin die Nummer 3. Mich tust du nicht so leicht besiegen. London. Okay. Pokémon. Myrapla. Einwechseln, bitte. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Sandan kommt, immer einwechseln. Okay. Säure! Absorber. Okay. Merkt Miri, wenn Sandan kommt, immer Myrapla einsetzen mit Absorber. Dann ist es eine sehr gute Attacke, nämlich. Level 19. Wir sind bald Level 23 wieder mit unserem Pokémon. Kann nicht mehr. Noch. Oh, meiner Knirps. Ich bin die Nummer 4. Na, wirst du langsam müde? Nope. Bist du wohl gerne, ne? Ja, ja. Elena. Mit Mauzi. Mauzi ist doch kein Gegner. Nee, wirklich nicht. Mauzi ist kein Gegner. Au.
seht ihr. Bitte ding, bitte ding. Und der letzte. Ich bin die Nummer 5. Mach dich, ich mach dich platt. Matteo fordert dich heraus. Will auch einen Vulkan haben. Will, es entwickelt sich zu Arcani und das ist cooles Pokémon. Und stark. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier ist dieser großartige Preis für dich. Übrigens, und das bleibt unter uns, möchtest du nicht im Team Rocket beitreten? Was? Und schwupp. Wir von Team Rocket benutzen Pokémon dazu, unsere finsteren Pläne zu verwirklichen. Bist du dabei? Bist du dabei oder? Ja, jetzt mach schon mit. Mach mit, hab ich gesagt. Seltsam, du siehst aus, als wolltest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Tja, dann muss ich wohl ein wenig mehr überzeugende Arbeit leisten. Hey, komm doch nicht zu Team Rocket. Ich finde die Bösen zwar cool, aber. Nee. Ich will nicht zu Team Rocket. Mit Zubat. Ja, komm. Wäre aber lustig, wenn man sich wirklich entscheiden könnte, zu Team Rocket rüber zu gehen. Wäre irgendwie cool. Nein. Oh, das will ich auch irgendwann mal haben. Smogmon. Smogon. Ich will immer Smogmon sagen, aber das ist ja die Weiterentwicklung, ne? Ich finde die Attacke leicht übertrieben, aber sie macht Spaß. Ah, du bist wirklich gut. Mit deinem Können hättest du eine glänzende Karriere bei Team Rocket vor dir. Welche Verschwendung von Talent. Da oben ist Glumman, aber zu dir kommen wir gleich. Ich habe dich aus dem hohen Gras beobachtet. Stalking und so? Kuno. Ein Happy-Tag. Bam, 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 bam. So. Nein! Ich will kein Taubsi. Musst du kurz was trinken?
Entschuldigung. Was? Alle anderen, okay, aber du darfst nicht aus dem doofen Pokéball rausspringen. Geht nicht. Dankeschön. Bam. Heuler kann weg und Giftbude kann ich gerne hierher. Wer denn? Nee, brauchen wir nicht. Ball. Drei Himbeeren. Was? Gestern kam dein Enton. Ich will einen Enton. Enton! Hi! Oh, Enton. Oh. Ein äußerst großartiger Wurf. Und er ist im Pokéball drinnen. Dankeschön. Er wird von chronischen Kopfschmerzen geplagt, ob es seine Psychokräfte aus eigenem Willen einsetzt, ist unklar. So, jetzt gehen wir nun endlich zum Glumanda. So süß! Gluglu! Ah! So süß ist das Spiel, ohne Witz. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Es tut mir auch total leid, dass Glumanda immer noch so schwach ist. Ich würde es gerne einem fähigen Trainer übergeben, der es richtig trainiert. Also ich habe 50 Pokémon gefangen. Du musst mindestens so viele fangen wie ich, sonst verdienst du Glumanda nicht. Was, jetzt willst du, dass ich 50 Pokémon fange? Wie viel habe ich denn? Ja gut, dann fangen wir noch ein paar Pokémon, ne? Da hinten gehen wir gleich hin. Ich will zuerst Glumanda. Komm, Bisasam, wir fangen ein paar Pokémon. Bam, 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 bam. Das habe ich natürlich, also bis zu Glumanda habe ich gespielt, also bis zu hier zum Pokémon-Fang, aber weiter habe ich wirklich nicht mehr gespielt, weil, ja, wir hatten dann noch am Abend etwas vor, deswegen konnte ich nicht weiter aufnehmen. Ist irgendwie auch gut, aber irgendwie auch schlecht, weil sonst wüsste ich ja alles, aber, ja. 35. Fangserie, weiter so. Ein Radfratz. Du kannst gerne in meinen Beutel kommen, wenn du willst. So. Bisschen Fang-Action, bisschen Level mit dem Pokémon. Weil wenn man Pokémon fängt, bekommt man mehr EP. Als wenn man Kämpfe macht. Deswegen sind Kämpfe nicht so wichtig, habe ich gehört. Und Fangen ist eher das Wichtigere.
Und die, die so rot umkreist sind, die sind schwieriger zu fangen als die, die einfach normal sind. Also die winzigen, die großen sind schwieriger zu fangen. Und ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich immer wieder mein Mikrofonständer ein bisschen nach vorne ziehe. Ein bisschen Fang-Action. So viel Fang-Action werdet ihr nie mehr sehen in diesem Spiel. Nein, Spaß. Noch Mankey. Bam, bam, bam. Bam, bada, bam, 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 bam. Level 12. Cool. Was gibt's denn hier im hohen Gras noch? Noch mehr Mankeys? Und einfach fabelhafter Wurf. Hilft aber nichts, dass er nicht drin bleibt. Ein guter Wurf. Ein sehr guter Wurf. So, er wurde gefangen. Bald Level 20 mit Pikachu. Noch ein Mankey. Okay, in diesem hohen Gras habe ich gefühlt nur Mankeys. Ein einfach fabelhafter Wurf. Das war knapp. Ja, ja. Verdammt. Ein großartiger Wurf. Jetzt bitte bleib drinnen. Dummes Ding. Mann! Kannst jetzt bitte mal drin bleiben? Bitte! Das gibt's nicht. Aber jetzt muss er drin bleiben. Sonst lasse ich ihn einfach da, ist mir egal. Ich habe auch extra so Beeren. Mal gucken, ob er die frisst. Mache ich voll die Armsport. Ja, ne, bleib drin. Wow! Da, ein weibliches Mankey. Level 20 für Pikachu. 18 für Nidorino. 18 für Mirapla. Rasierplatz. Mit was könnte man das ändern? Ich probiere das einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob das klug ist, aber ist egal. Leute, ich habe eine Idee, damit ihr nicht fünfte Stunde hier beim Fangen dabei seid. Ich mache hier kurz einen Cut. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge oder wie auch immer ich das schneide oder wenn ich einfach fertig bin mit Fangen. Und wenn ich fertig bin mit Fangen, sehen wir uns wieder.